Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir möchten dieses Mal hier einmal den Raum stürmen. Leider sind da ein paar viele Gegner drin. Die werden uns wahrscheinlich auch nicht einfach so in Ruhe lassen. Deswegen wollen wir... Also, sie werden uns eh nicht in Ruhe lassen, aber... Die haben uns beim letzten Mal verprügelt, weil da ein paar mehr waren. Und die rennen auch wieder rein in den Raum. Also in diesen und in dem anderen, wo wir vorher waren auch. Wobei, bei diesen wissen wir es gar nicht, aber ich gehe davon aus. Naja, und verprügeln uns dann in der ganzen Gruppe. Deswegen wollte ich diesmal gucken, ob ich irgendwie ein bisschen Bufffood fressen kann. Was können wir denn überhaupt nehmen in unserer Tasche? Favoritengruppe, Lieblingskalorien, Lieblingsitems. Hm, ist doch nicht aufgezeigt, wa? Hm, Harmonie gewinnen. Anfangsharmonie. Anfangsharmonie. Ah, achso, zu Start. Das ist gut. Heterschaden minus. Hier plus 5% Heilung, Gruppenleiste Anstieg. Das ist doch so geil, das Zeug. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen das erstmal. Dann nehmen wir auf jeden Fall 5% weniger Schaden. Das könnte vielleicht reichen. Also pro Schlag. Also das läppert sich wahrscheinlich schon ganz gut. Ja. Gut, das läuft jetzt 20. Gut, dann wollen wir das mal ausprobieren. Just so. Und alleine? Oh, das wäre ja Bombe. Sauber! Und die anderen sind immer reingerannt. Das ist in diesem Raum doch nicht so, das ist schon mal perfekt. So. So, dann haben wir den ersten direkt schon mal kaputt gemacht. Was schon mal perfekt ist. Solange das Zeug noch läuft. Holen wir alle. So, Leute. Direkt in den Kampf und den Typen verprügeln. Oh, Tora macht richtig viel Schaden. Hier kann die Akku. So, mal. Unser Buff wird doch umsonst gefuttert. Naja, gut. Komm her. Ich dachte gerade, die laufen gar nicht an. Oh, da hinten sind noch mehr. Oh, shit. Ja, gut, ich hoffe, das bleiben die einzigen drei. Wie geht das eigentlich? So, Pyra, gib ihm. Saures. So, nochmal drauf da. Jetzt hier haben wir gleich. So, das war der. Perfekt, dann holen wir uns gleich danach die hintere Wand. Oh, schöner Schaden. Hm, diesmal haben die so gar keinen Schaden. Das kann nicht so einen krassen Unterschied gemacht haben, oder? Wobei, die waren auch nur zu... ja, doch, zu dritt. Hm, da drin ist ein Schatz. Kommen wir da rein? Ja. Schnappen uns hier noch. Sollen wir uns das Gemüse holen? Nächster, wir holen uns einfach nur eure Schätze. Und sind wieder weg. So, dann holen wir uns die beiden Idioten auch noch. So, direkt drauf. Erstmal Heilung rausziehen müssen. Man kann sich unsere Fähigkeit direkt wieder aufladen. Ich denke mal, das geht gut. Ups, das war viel zu früh. Was hast du für Schaden gemacht? 500?
Ist doch nicht, dass ich früher schlagen muss, dass es dann mehr Schaden macht, oder? Ich soll aufnehmen, das Lächeln zu labern. Okay, im Kreis macht es doch jetzt nicht mehr Schaden. Extra mal drauf geachtet. Schöner Ring oder was das war. Gut. Haben wir das ja schon mal. Ich dachte gerade, wir kommen hier nicht durch. Das wär's ja. Da sind auch noch Gegner. Zwei an der Zahl. Ja, die kriegen wir. Was? Ach, das ist ein Meister und eine Klinge. Oha. Dann, scheiß drauf. Okay. Time to take you down. Einfach draufhalten. Oh, das ist einfach ein normaler Mob. Das ist gar keine Klinge. Okay, ich glaube, ich habe ihn aufgefasst. Bam. Schöne Schaden. Oh, das war nicht gut. So, dann hauen wir jetzt den Special drauf. Tower direkt hinterher. Auch nicht. Tora? Okay, aber nicht. Hit zu schön, ja. Aber. Oh, wir haben schon gewonnen. Perfekt. Ich dachte, da kommt Poppy. Ja, Poppy. Tower nochmal draufschlagen lassen. Poppy auch, aber okay. Schön, schön, schön. Das können wir alles gut gebrauchen. Oh nein, natürlich ist das Goldene. Puh, gerade noch so reingekommen. Ich dachte schon. Natürlich ist es. Nein. Okay. Sind wir doch schon bei Nier angekommen. No doubt about it. That's the place. Who are you people? They're the terrorist friends. We are her friends, but I won't let you call her a terrorist. Alle zwei sollten wir fertig werden. Let's show them a thing or three. Oh, das ist ein Boss. Thank you can take me. Beides Bosse. Oha, oha. Das ist nicht durch. Erstmal Heilung rausziehen. Oh, das war schon ein Schaden. Don't forget me. Thank you can take me. Now let's show them what we're really made of. Thank you can take me. Don't forget me. Hit it now. Thank you can take me. Und Pyra halt noch mal drauf. Schönes Ding. Don't forget me. Thank you can take me. Eagle Eye. Thank you can take me. Oh, wir brauchen langsam Heilung. Don't forget me. Wow. Oh, perfekt, ein Wunder. So, Pyra nochmal. So. Den kriegen wir wahrscheinlich auch noch, oder? Sehr schön. Gut. Komm, Heilung. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Oh, ah, Mist. Na, aber von hinten greift es auch ganz gut. So, ein Pyra nochmal. Auf keinen Fall verlieren, nochmal Heilung.
Perfekt. Think anyone was coming at all. As if we'd leave you. Always help those who help you. That's the second rule of the Salvage's Code. Well, that's you all over, ain't it? Rex, Rex! Tora has found escape route! Hurry, hurry! A Nopon? He has been of some assistance. We made a new friend. Nice to meet you. Well, I think we've overstayed our welcome here. Time to get moving. Jetzt werden immer mehr. So. Die Mikro-Gruppe haben sich geändert. Sehr schön. Jetzt haben wieder drei Leute. Jetzt, da du Nia befreit hast, ist es an der Zeit, dir ein strategisch wichtiges Element des Spiels zu erklären. Die Rollen der Klingen und die Klassen der Meister. Jede Klinge ist eine Rolle angeboren. Angriff, Heiler oder Abwehr. Ja, genau. Pablo hat zum Beispiel die Rolle Angriff und Dromarch die Rolle Heiler. Der ist Heiler? Ernsthaft? Okay. Die Rollen seiner Klingenpartner bestimmen den Kampfstil eines Meisters und somit seine Klasse. Je nach Zusammenstellung der Rollen ergibt sich eine Vielzahl von Klassen, manche offensiv, manche defensiv. Jede Klasse verleiht spezielle Effekte. Ob du bei der Auswahl deiner Klingenpartner einfach deine Lieblingsklingen auswählst oder auf besonders starke Klasseneffekte abzielst, ist dir überlassen. Normale Klingen können ihre Rollen nicht wechseln, aber Poppy ist als künstliche Klinge eine Ausnahme. Sie kann ihre... Was macht der da? Sie kann ihre Rolle in ihrem Wartungsmenü Poppifikationen ändern. Neue Rollenprozessoren für Poppy werden im Spielautomat Tiger Tiger als Preis ausgegeben. Das müssen wir auch nochmal spielen. So, das war's erstmal alles zu Rollen und Klassen. Und jetzt so schnell wie möglich raus hier. Du hast einen Sicherheitsschuss erhalten. Wo auch immer ich den jetzt her habe aus der Zelle. Naja, gut. Hier ist was drin? Abgeschlossen. Schade. Haben wir hier noch was? Ja, wir haben gerade gesehen, Nia wurde schon mal gerettet von Jin. Deswegen ist sie wohl noch so mit denen verbunden und sowas. Also deswegen mag sie die ja eigentlich auch noch. Auch wenn sie ein bisschen arschig waren. Ein paar EP können wir gebrauchen, oder? Hier, komm her. Drauf da. Jetzt sind wir noch mehr als vorher. Auch wenn die durch Wände angreifen. Aber es ist gleich schwer normal. Oh, Poppy hat Schaden gemacht gerade. Sehr schön. Ah, das ist zu früh. Aber macht nichts. Hat gut funktioniert. So. Jetzt, wo wir ein volles Team haben, sieht das Ganze auch schon ganz anders aus. Okay, bring it on. Wo willst du? Was zum... So, jetzt sind wir zu dritt. Wie seid ihr? Wir sterben hoffentlich. Wow, wie ist der denn jetzt so schnell geworden? Ganzen Aufsatz, oder? Don't forget me. Thank you can take 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 me.
Don't forget me! Don't forget me! Also, wenn wir Heiler haben, sollte das gar kein Problem mehr werden, oder? Oh, schön. Hier. Der kleine Warnung drauf haben. Wow. Wow. Was sagt du das? Tora bringt das auf den Kasten ab. Wir versorgt. Ich so, wir heilen uns mal. Und sammeln den ganzen anderen Kram ein. So. Aber darf noch mal. Den hauen wir auch noch mal. Hier. Das war gut. Jetzt haben die alle keine Chance mehr. Jetzt haben wir auch diesen Raum locker geklärt. Ja, hier schon eine gute Hilfe. So. Oh, nicht mehr auflösen. Wir sind raus. Und zwar in. Oh, nicht die Richtung. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Höhe. Können wir hier. Hier kommen wir eigentlich her, ne? Ja, genau. Kommen wir eigentlich her. Wir sollen woanders fliehen. Bin gespannt. Abwehrschott. Hm. Fehlt uns dafür was? Scheint so. Und Hyra. Oh, ist umgefallen. Upsa. Oh, das können wir alles gut gebrauchen. Dafür kämpfe ich doch gerne. Hier, komm. Okay. Gleich weiter. Time to take you go. You're done? Rex, let's go. Don't forget me. Keep eye on me. Think you can take me. Yeah. Let's keep this up. Think you can take me. Don't forget me. So. Think you can take me. Keine Chance. Don't forget me. Okay. Ah, das können wir also auch. Auch time. Sehr schön. Na komm. Oh, der will ja. Na gut, dann wieder eingehen. Wie wir seine Leute verprügeln und er sitzt da am Tisch und redet mit irgendwem, also da oben rechts. So. Das nehmen wir auch nochmal mit. Ah, cool. Oh, cool ist natürlich auch. So, und da du nicht alleine sterben sollst, ja doch, tust du, aber im Grunde sind ja deine Leute gerade auch mitgestorben. Von daher passt das schon. Oh. 2 gegen 1 ist schon ein bisschen unfair, würde ich sagen. Können wir hier nochmal? Nee, das wäre es auch gewesen, wenn die Kiste nochmal gespawnt wäre. So, wir sollen irgendwo da lang. Dann tun wir das doch. Waffenkammertür. Oh. Hier scheint es zum Manga zu gehen. Da finden wir bestimmt auch einen Ausgang. Hallo? Tor fest verschlossen, bewegt sich kein Stück. Poppy selbst für Poppy zu stabil aus. Achso, sieht. Verdammt, wir waren fast draußen. Rex, sieh mal da drüben. Ah, Schalter aktivieren. Das kriegen wir hin. Oh, könnte das der Schalter für das Tor sein? In Anbetracht der mangelnden Alternativen sollten wir diese Möglichkeit überprüfen. Sollte er das Tor tatsächlich öffnen, wäre dies unsere Chance, durch den Hangar zu entkommen. Was steht hier noch? Was stehen wir hier dann noch rum?
Es sieht so aus, als müssten wir erst nochmal hier raus und einen Weg nach oben da suchen. Nochmal hier raus. Oh, ne. Ja, die Versorgung war klar. So, da ist der Hangar. Ich denke, das sieht voll nach Bosskampf aus. Oh oh. Wichtiges Item erhalten. Zweiter Sicherheitsschlüssel. Okay. Danke. So, ja. Bevor wir da weiter können, sollen wir uns einen anderen Weg suchen. Aber den Ausgang finden wir, glaube ich, im nächsten Part. Weil es ist schon ziemlich spät. Also vom Part her. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.